Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Wolke, wollte ich schon sagen. einer weiteren Wolke Wildlife Park. Wildlife Park. Wildlife Park. Richtig, und wir sind professionell im Asia-Bereich. Und ja, ich wurde jetzt gerade eben geschlagen, weil ich den Esel Eiche genannt habe. Nein, du hast gesagt, du findest Esel eigentlich ganz cool. Ja, natürlich. Aber. Lass doch. Nein, lass doch. Du wolltest doch ursprünglich mal ein Drachen werden. Ist doch egal, ich will ein Esel bleiben. Okay, gut. Ich wollte dich jetzt eigentlich... Nein, ist doch cool. Er heißt nur Eich. Das I hat er nicht gefressen. Oh. Okay. Der Esel-Eichi. So, was braucht ein Esel denn überhaupt? Sag mal, was brauchst du denn? Verkaufswert 666. Mysteriös. Wenn das nicht mit dem Teufel zu tun hat. Mysteriös. Flachland, Bodenhärte. Sind da die Illuminaten am Spiel? Am Spiel? Herdengröße gebraucht. Ich habe nicht am Spielen gesagt, im Spiel habe ich gesagt. Du redest mir jetzt schon wieder Sachen ein, die ich angeblich gedacht habe. Wie, möchtest du noch einen männlichen oder weiblichen Gefährten? Ich habe ja schon einen weiblichen, ne? Ja, aber drei ist mindestens ja, dann hätte ich gerne noch einen Tizzy. Komm, was? Komm, Tizzy. Was? Ich will Tizzy. Aber ich will kein Esel sein. Wenn ich ein Esel bin, bist du auch ein Esel. Nee. Doch. Weil ich sag immer der Eichi und der Tizzy. Aufgabe an euch. Durchforstet alles. Durchforstet mal die Aufnahmen. Ich bin mir sicher, dass ihm das auch schon passiert ist. Nein, bestimmt der, nicht. Der Tizzy, ne? Der Tizzy, der ist... Ach, du möchtest auch eine Eseline? Ja, oder wollen wir uns das Weibchen teilen? Also, das ich hab ist dich auf echt, so vielen Ebenen gerade falsch. Auf so vielen Ebenen. Also... Nee. Rebecca. Die Becky. Becky! Kenne ich auch eine. Ja? Die wird das hier nie sehen. Liebe Grüße! Weil sie es nie sehen wird? Weil sie es nie sehen wird, genau. Begrüßt du sie? Genau. Esel sind doch coole Tiere. Ich mag Esel. Ja. Das sind, ich finde, Esel sind so die Version von Pferden. Super. Ja. Ich mag Esel. Ja. Ich mag Toastbrot. So. Was essen wir denn? Wir essen jetzt dann Burger. Wir brauchen Trinkwasser, Grünfutter und Mineralien. Trinkwasser ist, ja, doch, kann ich nachvollziehen. Dann würde ich aber sagen, dann machen wir das stufenweise ab. Willst du uns den Pool rein? Absenken. Nee, ich möchte uns hier... Ha, das ist... Ja, das geht jetzt nicht, weil da... Ich hab's mir schon gedacht, weil die Mauer noch da ist. Genau. Oder schon da ist. Dann lassen wir das... stufenweise absenken. Könntest du uns auch an deinen Gedanken teilhaben lassen? Nein, pass auf. Gleich wird's flupp machen und es ist weg. Ja, und jetzt werden wir hier das Terrain ebnen. Und hier unten eine Pumpe bauen. Don't you know, pump it up? Du weißt schon. Ja, wir sind Kinder der 90er. Schlagt uns nicht. So. Ich trinke mal ein Schlückchen. Bitte, trinke. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. So. Das gute, naturelle Wasser. Ich danke. Ja, die So, reicht das schon? Das reicht bestimmt. Genau, ich hab's gewusst, dass jetzt hier noch das... Was denn? Das Rumschmatzen anfängst. Oh, wie ich rede, passt ihm nicht. Wie ich trinke, passt Doch, ihm nicht. Doch, passt mir. Du bist heute wieder sehr etipetete, weißt du? Wollen wir unsere Esel trainieren? Bitte was? Mit einem Feuerhindernis. Ja! Weil mit Feuer ist alles besser. Oh ja! Yeah. Kann man Esel überhaupt trainieren? Ich weiß es gar nicht. Hoffentlich zünde ich mich nicht an. Dizzy, ich stehe in Flammen! Nee, das würde dann eher so ablaufen. Oh, Esel ist traurig. Die Bärbel. Bärbi! Hilfe, ich verdurste! Ja, gut, wenn ich mit uns beiden eingesperrt wäre, wäre ich auch traurig. Was? Nee, Eichi, du verdurstest auch, wollte ich dir gerade mal sagen. Ja.
Ja, klar, erstmal Mineralien, ganz wichtig. Wasser, Wasser! Ich sauf erstmal in meiner Bärbel alles weg. Ich bin so touristik. Mir geht's prima. Ah, Grünfutter brauchen sie noch. Grünfutter? Die guten. Die guten. Schnitzel. Schnitzel. Lecker. Bambus? Schnitzel. Nein. Kratzen? Nein. Wir brauchen Grünfutter. Grünfutter? Was es da jetzt auch alles an Futter gibt, ne? Futter, Futter, großer Futter. Nimm doch das ganz große. Das ganz große ist aber... ich. Mache. Das ist riesengroß. Nimm das mal. Das ganz große. Das ist für ja, muss seinen langen Hals machen. Oh Mann. Oh. Ja. Dem Esel hat's gefallen. Kennt ihr diesen stechenden Schmerz genau zwischen den Augen? Heuraufe. Ah, jetzt check ich's. Heuraufe. Oh. Ja, es ist ein kleiner Ameisenhügel. So, was haben wir denn heute für ein Thema? Thema, du wolltest ansprechen. Ja, genau, ich wollte, genau, das können wir mal ausdiskutieren. Ich wollte unbedingt über die Gamescom reden. Das haben wir im Vorfeld ausgemacht, dass wir über die Gamescom reden. Du hast es nur wieder vergessen. Doch, das haben wir vor 2 Monaten ausgemacht. Ich kann mich an nichts erinnern. Der Tizzy, ich... Was? Ach so, ich verstehe. Ja, ja, erzähl. Nein, nur also weiter. Also der Tizzy und ich fahren wieder auf die Gamescom. Und wir sind auf der Gamescom. Jetzt muss ich... Peinlich. Donnerstag werden wir anreisen. Freitag, Donnerstag Samstag. Reisen wir nach Köln. Freitag, Samstag. Freitag, Samstag sind wir auf der Gamescom. Dieses Jahr ist ja Sonntag keine Gamescom mehr. Die geht, glaube ich, von Dienstag bis Samstag. Und falls ihr auch auf der Gamescom seid, könnt ihr hier einfach in die Kommentare reinschreiben, dass ihr da auch seid und dass ihr uns mal sehen wollt. Wir erinnern uns. Dann können wir uns gerne mal treffen, dann können wir vielleicht ein bisschen quatschen. Würde uns echt freuen. Klar, gerne. Letztes Jahr haben wir auch schon ein paar von euch getroffen. Ja. Und liebe Grüße nochmal. Ich sage jetzt einfach an den Finn. An den Finn. Okay. Ja, einfach mal auch so. Von mir. Einfach mal so. Ja. Und Sweet Gaming hat zumindest gesagt, sie kommt auch auf die Gamescom. Da bin ich mal gespannt, ob sie das Versprechen wahr macht. Und warum können wir die Mineralien nicht versetzen? Sweet, wenn du das siehst, bitte komm auf die Gamescom, ne? Du hast es versprochen. Letztes Jahr schon. Wir vergessen nie. Nichts, wir sind Esel. Waren das nicht Elefanten? Richtig, ich wollte es gerade sagen. Esel vergessen auch nichts. Hier, Tiermistsauger. Den gibt es bei uns auch. Ja, natürlich. Ich will der Tiermistsauger sein. Kann man den nennen? Ja! Nein, ich bin ja schon ein Esel. Warte mal. Wen machen wir denn zum Tier? Nicht mich. Komm, ich bin schon ein Esel. Das reicht doch wohl. Als Mobbing. wen Tier? Oh, jetzt wird's fies. Oh, das wird echt mies. Warte mal. Wen kann ich denn echt benutze nicht leiden? Das benutze ich jetzt als Schimpfwort. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt entweder Erdogan nehme. Nein, das haben wir nicht gesagt. Zensiert und rausgeschnitten. Nein. Wir werden uns hier nicht politisch äußern. Harry Hirsch? Harry Hirsch, ja. Wie nennt man denn ein Gerät? Hast du gerade das gesehen? Der Tiertrainer. Der wollte auch eine Runde baden. Der abgefahren. Der Kacksauger da hat gerade. Wer? Was? Der hat. Wer wird denn hier gerade trainiert? Der Tizzy. Der Tizzy wird trainiert, jawohl, sehr gut. Ja, hier, Tiermistsauger. Ja, keine Person. Das wäre zu fies. TMS. Das ist der coole Tiermistsauger, ja? Wow. Ja, sag mir den Namen. Mach dich unbeliebt. Koti. Kotstumpel. Oh Gott. Wie schreibt man das? Genau so. Kotstumpel. Hier. Kotstumpel. Der Kotstumpel. Siehst du? Es ist halt eine Fachbezeichnung. Ja? Das muss halt alles seine Richtigkeit haben. Jetzt haben wir hier echt Esel. Ich wollte hier
eigentlich keine Esel reinmachen, sondern ich wollte das hier einfach... Das war deine Schuld. Dazu sage ich jetzt nichts. Ja, gut, jetzt haben wir Esel hier. Aber du könntest es uns ruhig ein bisschen gemütlicher machen, ne? Ja, ja. Wie wär's denn mit einem kleinen Häuschen oder so? Ach so, das ist ein Unterstell. Und das, ja, haben ja die Krabben übrigens auch. Ja, brauchen sie auch nicht. Die schwimmen auch 10 Stunden. Die sind unzufrieden, wenn es regnet. Ja. Ja. Man kann nicht alles haben. Kann es sein, dass da eine Chuchu-Bahn im Wasser feststeckt? Wo denn? Da, wo es raucht. Da, wo? Da, wo gibt's nicht. Doch, da. Da ist eine und da hinten raucht's auch. Das raucht immer irgendwo. Ist ja cool. Schau, die kommt durch. Kommt durch, kannst ich glaub dran. Kannst du die benennen? Die Chuchu-Bahn? Ja, die Chuchu-Bahn. Nee, ich glaube, ich kann hier nur... Ja! Bummelbahn. Ich hätte gern einmal... Wie heißt sie? Jim Knopf. Okay. Ich hätte an was Moderneres gedacht. Nein, ich mag Jim Knopf. Ich hätte an was Moderneres gedacht. Ich mag Jim Knopf. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Die Lokomotive? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin mit Jim Knopf aufgewachsen. Ich habe keine Ahnung, wovon du quatschst. Eine Lokomotive? Lukas, die Lokomotive? Och, Mann. Okay. Was ist denn Lukas? Ein Name für eine Lokomotive. Ja, schon klar, aber ich... Lukas, du, die Lokomotive? Du spielst doch damit auf irgendwas an. Lukas, die Lokomotive. Googles jetzt sofort. Am Handy. Ich habe keinen. Hier, Handy. Du hast kein Datenvolumen? Ich habe kein Datenvolumen. Dann? Nee, lass mal. Lass mal, ich will das gar nicht sehen. Hör mal auf. Ja, auf, ist okay. Ich kenne Lukas die Lokomotive nicht. Schick mir doch einfach mal einen Link oder ein Bild, was Lukas die Lokomotive ist. Oh Mann. Ja, Entschuldigung. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ja, schon. Ja. Aber Lukas die Lokomotive kenne ich nicht. Du hast ja gesagt Lukas die Lokomotive. Das kann nur ein billiger Abklatsch von meinem Lukas sein, dem Lokomotivführer. Mhm. Na toll, jetzt habe ich ein Bild gesehen. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Okay. Ich bewege mal die Maus, damit da mal was passiert, weil du schweifst gerade ab. Ja. Ich meine nicht Lukas, verdammt. Was meinst du? Ich hab's durcheinander gebracht, ich hab's versaut. Total. Okay. Heißt nämlich Thomas. Thomas? Okay, dann kriegst du ein Bild von Thomas. Falls wir Thomas... Habe ich doch jetzt schon gesehen. Falls wir Thomas... Ich habe es im Augenwinkel gesehen, als du danach gegoogelt hast gerade. Thomas. Okay, gut. Trotzdem. Wir haben gerade echt wirklich Jim Knopf wieder gefunden. Ich bin begeistert. Jim Knopf. Nee, wie heißen denn diese ganzen... Da gab es doch so eine... This is Jim Knopf. Da gab es doch so einen Comic, wollte ich schon sagen. Also so ein Zeichentrick. Mit einer Lokomotive. Ja. Ein Zeichentrick mit einer Lokomotive. Ja. Ja, das ist eigentlich nicht mehr unsere Zeit. Keine Zeit ist unsere Zeit. Finde ich schön, dass du da so ins Brachland über Büschchen sitzt. Den gefällt es auf jeden Fall nicht. Der Boden ist zu weich. Zu weich. Mhm. Ja, möchte ich immer anmerken. Ja, ja, sicher. 50 bis 80. Ich habe schon hier ein Betonkraut genommen. Ja? Stahlbeton. So. Na, gut. Also, wenn ihr Bock auf die Gamescom habt, wenn ihr da hinkommt, sagt uns einfach mal Bescheid. Ja, dann kann man sich schon mal auf ein Schwätzchen treffen. Würde mich voll freuen. Mich auch. Oh, dann sehen uns aber ein paar Leute. Voll schön. Voll cool. Mir ist so wir kalt. Wir reiten auch auf unseren Eseln. Die Sägepalme. Die Gamescom. Was? Nee, Smooth-Esel. Smooth-Esel wird wahrscheinlich das Gefährt jenes welches sein. Ja. Gerne würde ich auf etwas reiten. Bitte was? Ich will diese süßen Tiere streicheln. Du willst das Video unbedingt noch ab 18 schalten, oder? Schmutzig wird's erst in deinem Kopf. Das kann ja echt nicht sein. In meinem Kopf? Ja.
Ja, ich weiß, da ist Sommerschlussverkauf. Ja, also viel los. Stimmt in letzter Zeit. Hier, da, du willst was reiten, dann reiten Dino. Ach, Eichi. Ich denke mir da immer, wenn deine Nachbarn dich da so hören. Komm durch. Reiten einen Dino! Was? Ich möchte Tiere streicheln. Ja. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Oh Gott, nein. Nein. Eichi, warum tust du das? Weil wir hier falsch sind. Warum nur? Jetzt bin ich wieder. Hier, was für eine geile Villa hättest du denn gern? Einen großen Stall. Boah, das ist echt was für Langhälse. Großer Hochstall. Ja, leck. Ganz ehrlich? Gib uns eine Holzhütte. Pass nicht mehr rein. Ein Stall? Wir haben echt ein sehr kleines... oh Gott, nein, die Kraken sind geschlüpft. Oh nee. Ich find das Feuer da so angenehm. Ja, das ist so romantisch bei uns. Und daneben der Kacksauger. Nein, das ist der Kotstumpel. Jetzt weiß ich, wie wir ihn nennen könnten. Wie? Wally. Wally. Nein, aber ich habe Wally zu lieb. Ja. Schöner Film. Mhm. Ich glaube, die Kraken führen uns zum Schotter. Weißt du was? Wir verkaufen hier ewig viele. Wir haben 2,5 Millionen. Ja, und es werden krakisch immer mehr. Krakisch? Krakisch gesehen. Die sind echt, also ist echt. Hanna? Hanna! Die Bärchen ab und zu mal, aber sonst. Ja, gut, die Hasen. Ne, ein paar Teddybären und Kinder verkaufen. Bitte? Ah ja, ich danke, ich wollte schon sagen. Hier, da, schau mal, da sind auch hier ganz viele Mümmelmänner. Ja. Denen gefällt es auch schon gar nicht, weil einfach zu viel los ist hier. Ich habe ja gesagt, ich zeig dir richtigen Hasen. Gott, lass es, Eichi. Was denn? Du, in deinem Kopf wird's immer schmutzig. Was soll denn das? Das frage ich mich auch. Was könnten wir denn noch so für Sachen machen? Wir müssen irgendwie jetzt endlich mal schauen, dass wir... Matti! Liebe Grüße. Haben wir sie schon wieder erwischt? Ja. Supi. Nati. Wir könnten mal, wie ich schon in der letzten Folge angedeutet habe, mal die ganzen Tiere besuchen. Einfach mal durch unsere Tiere klicken. Einfach, nee, wir wollen doch jetzt mal langsam weiterkommen. Ach, was? Eichi droht zu verdursten. Wir haben noch Zeit. Ja, mein Gott, ich trinke schon. Lass uns ein Trainingsgerät ausprobieren. Du hast doch hier den ganzen Stall voll. Spring übers Feuer. Ja, komischer Hügel gefällt mir nicht. Glaub, sag mal, du bist auch so richtig Mimose, oder? Natürlich. Ich glaube, die springen auch nicht über das, oder? Setzt er zum Sprung an? Nee, er guckt sich nur an. Oh, ist mir zu hoch. Aber ganz ehrlich, wenn wir das echt wären, wir würden auch nicht drüber springen, sondern uns vielleicht ein Stück Fleisch drauf hauen. Oh, geil. Hier ist so über das U gelegt. Ja, einfach mal. Ich glaube so eher, dass das für Pferde ist. Was ist das für ein Motor da unten dran? Ja, es muss ja dauerhaft befeuert werden. Ach so, es reicht nicht, wenn man da einfach nur... Das ist hier eine... Wow! Ja. Es droht zu eskalieren. Mhm. Es ist hier einfach so eine B-Anlage. Die Klappe. Tut mir leid, der Insider musste sein. Und er bleibt leider auch unkommentiert. Ja. So ist dann lass uns doch, wenn du weiterkommen willst... Also entweder wir besuchen jetzt mal ein paar alte Abonnenten... Homies? Wobei, das können wir am Schluss eigentlich nochmal ein bisschen machen, oder? Wir sind am Schluss. Wir sind am Schluss schon wieder. Es geht aber auch immer so ratzfatz vorbei. Dann lass uns in dieser Folge noch ein bisschen alte Homies besuchen. Alte Homies besuchen? Wir waren ja schon lange nicht mehr im Wildlife Park unterwegs und dann können wir mal ein bisschen gucken. So, okay. Haben wir Okapis haben wir keine. Nee, ich glaube nicht. Da haben wir niemanden. Ihr seid nichts. Doch, 1, 2, 3, 4, 5. Okapis. Wir können auch natürlich alphabetisch der Tierliste nachgehen. Ja, das können wir machen. Und dann einfach... Der Eichi. Da ist er. Gut, das hier sind unsere Kraken. Alanis. Alanis. Das sind hier die Graufreuz. Du kannst dich erinnern? Ascha ist auch. Balon auch. Balon, Graufreuz. Die Beate. Die Beate. Die Beate ist ein Seelöwe.
Ist doch sehr schön. Die Becky kennen wir schon. Becky? Bison 1, darf man ein paar Tiere verkaufen. Die Bärbel kennen wir jetzt auch. Cersei. So, Cersei. Bei den Löwen. Bei den Löwen haben wir Cersei, Layla, Tyrion, Nala, Tarik. Tarik ist einer unserer Abonnenten. Ja, Tarik. Simba. Simba. Na, Semenya. Hatten wir nicht auch noch ein Loch im Gehege vom Löwen? Ist da ein Handwerker da? Ist das hier ein Handwerker? Doch. Gut. Hol den mal her. Ja. Hol den gleich mal her. Nee, der macht das schon. Das ist der Pfleger. Das ist der Trainer. Da ist er. Ja, dann... Handwerker 11. Handwerker? Mach was. Du was? Okay. Emilia wollte ein Bärchen werden. Ein Bärchen. Ja. Und Emilia hat den Gianluca dabei. Gianluca, genau. Hat Hanna? Die Hanna dabei. Mhm. Wir verkaufen Hannas Kinder. Den Fight. Ansonsten ist dann denen geht's auch gut, ne? Oh Gott. Das Gehege ist auch richtig schön aber geworden. Aber es ist super schön geworden. Aber es ist voll fies, wenn wir jetzt jemanden im Wald vergessen sollten. Das hört sich jetzt echt komisch an. Oh, sorry, wir haben dich im Wald vergessen. Da haben dir ein paar Brotkrumen gelegt. Okay, ja. Feldhase 117, 118, 19, 20, 21, 93, 94. Felix! Felix! Oh ja, oh Kätzchen, müssten wir auch mal wieder... Ich wollte jetzt schon säubern sagen, das ist schon echt fies. Zack, Katzen weg. Ein paar sind immer noch übrig, weil sie schon erwachsen sind. Ja, wir kommen nicht mehr hinterher. Wir kommen nicht mehr hinterher. Flamingos. Flamingo. So, was haben wir noch? Geist. Geist ist noch ein Wolf. Genau, das war... Da haben wir da hier noch Geist? Gloria. Nee. Gloria ist unser hier Nilpferd. Ah, Gloria, das Nilpferd, genau. Hallo? Und fliegt einfach durchs Bild. Der Dieter. Dieter und Gloria, Grauwind. Genau. Grauwind ist auch hier der Wolf noch. Hanna! Ja, kommen wir des Öfteren mal hin? Hauskatze. Hauskatze. Der Herbert. Da ist der Herbert. Herbert ist super. Japanische Riesenkrabbe. Ja, japanische Riesenkrabbe 1, 3 und 4, weil Jenny. Herbert die 2 ist. Jenny, ja. Ich möchte auch gerne ein Trainingsgerät ausprobieren. Jenny möchte ein Trainingsgerät ausprobieren? Ja. Soll sie doch, hier ist der Trainer. Der säuft gerade, aber sonst. Oh, ja. Jonas, oh, jetzt kommen wir hier. Genau. Der Justin. Sehr schön. Lady ist wieder der Wolf. Layla ist auch unsere Löwin. Leonie ist auch eine Katze. Genau, richtig. Mickey ist auch eine Katze. Mickey ist auch auf Wunsch natürlich hier eines Abonnenten entstanden. Genau, ja. Nala sind wir wieder bei den Löwen. Die Natti. Die Gute. Numeria ist auch Wolf. Oder Wölfin. Da sind die ganzen Okapis. Rita. Die Rita. Ist das war, glaube ich, Seelöwe, ne? Ja, ja, genau. Ja. Unser Roger. Roger. Die Ronja ist auch noch eine Katze. Ja. War Ronja auch ein Wunsch? Oder Sascha. Haben wir Sascha. Auch ein Kater. Die Shirley. Ich muss husten. Das soll ich mal auf... Das ist nicht so wild. Ja, das, so. Ja, das war die Speichertaste. Jetzt ist sie live damit in der Aufnahme drin. Aber, ja. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Okay, Simba. Simba, Sommer. Stinker. Ja. Strauß 11. Ganz, liebe Grüße an Strauß 11. Ein Unikat. Unter den Sträußen. Der Strubbel. So, Sven. Sven haben wir ja auch im Gehege. Tarik hatten wir ja schon vorhin kurz. Tizi, wer ist denn das? Keine Ahnung. Verkaufen, oder? Ja. So ein komischer Esel. Tyrion. Den Fight hatten wir auch schon. Wildkarnickel. So, ansonsten. Ich bin ein wildes Karnickel, meinst du? Okay. Ja, dann wären wir durch. Haben wir mal Hallo zu allen gesagt. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen. Nein, ich denke nicht. Und wenn, dann sagt's uns. Es war keine Absicht. Dann besuchen wir dich in der nächsten. Definitiv. Ganz, wie soll man sagen? Bestimmt. Ja, das definitiv. Aber
Also so ganz, ganz, wie soll ich sagen, so... Tizi. Ja? Wir werden in der nächsten Folge etwas Episches machen. Etwas Episches? Wir sagen jetzt nicht was, aber in der nächsten Folge werden wir ein Gehege bauen und etwas Episches bauen. Wir wissen aber selber noch nicht was. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.